Hallo, verehrter Besucher. Darf ich mich vorstellen? Ich bin die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, Feuerwerker, Ingenieure, Pioniere und der Adleristen. Es gibt noch einige andere, die meinen Schutz erflehen, aber alle aufzuzählen würde sie langweilen. Sie werden sich fragen, warum ich hier auf dem Friedrich-Ebert-Ring stehe und welchen Sinn das hat. Nun, ich will versuchen, das aus meiner Geschichte zu erklären. Anfang des letzten Jahrhunderts kam den Veteranen des Rheinischen Feldartillerieregiments Nummer 8 die Idee, ein Denkmal zu Ehren ihrer Gefallenen in den deutschen Befreiungskriegen 1866 und 1870-71 zu errichten. Sie sammelten die stattliche Summe von 25.000 Goldmark. Am Sonntag, den 6. Oktober 1907, wurde das Denkmal im Rahmen eines dreitägigen Festes an die Stadt und ihre Bürger übergeben. Eigentlich stand ich ja ungefähr 200 Meter weiter Richtung Rhein, gegenüber der prunkvollen Festhalle, damals auf der Prachtstraße, dem Kaiser-Wilhelm-Ring. Ich war bei den Bürgern sehr beliebt, Kinder kletterten auf mir herum und kühlten sich in den heißen Sommern in meinem Brunnen ab. Die Weltkriege habe ich relativ unbeschadet überstanden und selbst Franzosen und Amerikaner zollten mir Respekt und ließen mich unangetastet. 1956 musste ich aber einem neuen Gegner weichen, dem Verkehr. Ich behinderte die Verkehrsplanung und wurde abgerissen. Meine Bruchstücke wurden in der Stadt über Jahre hin und her geschoben, bis sie in einem Bauhof landeten. Am 4. Dezember 2010 ergriffen einige meiner Anhänger anlässlich meiner Namensfeiertags die Initiative. Sie gründeten im März 2011 einen Verein, der sich meine Wiedererrichtung zum Ziel setzte. Mit viel Engagement wurde die Öffentlichkeit informiert und meine Bestandteile durch eine Transportfirma geborgen. Die Kosten von mehr als 200.000 Euro wurden von kleinen Sparern durch die Vereinsmitglieder, auswärtige Großfirmen und durch zwei Koblenzer Finanzinstitute aufgebracht. Dafür meinen Dank. Bedanken würde ich mich auch bei den Sponsoren, die durch Dienstleistungen, Maschinenstunden, Bereitstellung von Lagerhallen wesentlich zum Gelingen beitrugen. Zwei renommierte Architekten übernahmen die Planung und Bauaufsicht. Leider hatte meine Wanderzeit in den Steinlagern der Stadt auch Folgen. Meine beiden allegorischen Figuren Krieg, rechts von mir, und Frieden, links von mir, fehlten die Köpfe. Glücklicherweise wurden diese im Mittelrhein-Museum gefunden. Mir fehlten der Kopf, Teile des Oberkörpers und das Kanonenrohr. Meinen neuen Förderer fanden aber in dem Diplom-Restaurator und Steinmetzmeister Olaf Pung sowie seiner Ehefrau Steffi, einer Bildhauerin, hervorragende Künstler. Mittels Fotovorlagen wurden die fehlenden Teile nachgebildet und ein bisschen stolz kann ich sagen, fast schöner als vorher. Besonders mein neuer Kopf gefällt mir. Im Herbst 2014 wurde mein Wiederaufbau begonnen. Die Denkmalaufsicht bestand darauf, die Brunnenfunktion zumindest in mein Fundament mit einzubauen. Damit lässt sich diese, wenn die finanziellen Mittel ausreichen, reaktivieren. Am 20. März 2015 wurde ich am heutigen Platz erneut eingeweiht und den Bürgern der Stadt übergeben. Nun will ich noch ein bisschen erklären, wer mich entworfen hat und warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Den Wettbewerb zur Errichtung des Denkmals hat der angesehene Münchner Bildhauer Georg Schreyer gewonnen. Mit mir als Zentralfigur würdigte er die Adlerie. Die Botschaft meines Denkmals entspricht ganz und gar nicht der gebräuchlichen Darstellung von Heldendenkmälern in der wilhelminischen Gesellschaft. Meine rechte Hand liegt auf der Mündung des Kanonenrohrs und verschließt es. Der Palmenzweig im linken Arm auf der Seite der Figur Frieden ist gleichsam Sinnbild des Friedens und des göttlichen Segens. Damit wird die Sehnsucht der Menschen nach Frieden zum Ausdruck gebracht. Der Krieg ist eine ruhig sitzende, entschlossen blickende männliche Figur. Seine Hand ruht auf der Schwertscheide, nicht am Griff. Es fehlt jede Gestik in Richtung Aggressivität. Die Figuren Krieg und Frieden symbolisieren die immerwährende schwierige Entscheidung für friedliche oder kämpferische Lösungen von Problemen. Auf zwei Bronzetafeln unterhalb der allegorischen Figuren Krieg und Frieden sind die Namen der Gefallenen aufgeführt. In den Hauptstein unterhalb meiner Figur eingemasselt ist die schlichte Friedensbotschaft: den gefallenen Kameraden das Rheinische Feldartillerieregiment Nummer 8. Von einer ruhmreichen Heldentod ist in keiner Weise die Rede. Das Denkmal war mit der damals gegenüberliegenden überaus prächtigen Festhalle ein herausragendes städtebauliches Ensemble und damit ein sehr beliebtes Postkartenmotiv. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was das bedeutet für unsere Zeit und die Zukunft. Ich glaube, dass mein wiederhergestelltes Denkmal ein Gewinn für die Stadt Koblenz ist. Die Auseinandersetzungen um die Konzeption meines Denkmals zeigten, dass ein damals häufiger üblicher Hurra-Patriotismus bei mir keine Rolle spielte. Mein Denkmal wird drei Ansprüchen gerecht: als Kunstwerk seiner Zeit weder historisierend noch heroisierend, als Friedensdenkmal durch die beiden allegorischen Figuren Frieden und Krieg und deren besondere Art der Darstellung durch den Künstler, als Mahnmal, das dem Gedächtnis der Gefallenen der Einigungskriege galt,
Diesen Gefallen gaben damals ihr Leben für das Erreichen der deutschen Einheit. Der heutigen Generation ist diese Einheit unseres Landes auf friedliche Weise geglückt. Ein Denkmal, das solche Ansprüche erfüllt, geistige und ethische Anregungen vermittelt und dazu noch einen hohen künstlerischen Niveau genügt, wird von zeitlosem Wert sein. Meine Freunde und Förderer haben dieses Ehrenarbeit mit der Stadt wieder zurückgegeben, weil es sich um ein städtebauliches, bemerkenswertes, außergewöhnliches, eindrucksvolles Denkmal handelt. Der heutige Verein ist, wie die Stifter damals, auch heute ausschließlich auf Spender und Sponsoren angewiesen. Einzelheiten zur Spendenmöglichkeit finden Sie auf unserer Homepage www.vff-barbara.de. Ich bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen weiter einen schönen Aufenthalt in Koblenz und vielleicht besuchen Sie mich ja mal wieder.